Okay. Ja, ich heiße Virginia Palmer-Füchsel und bin hier in Fairfax, Virginia. Also guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wo Sie sind. Ich freue mich sehr über diese Interesse, über Easy German Videos und ich hoffe, einiges beizubringen, wie man diese Videos im Klassenzimmer verwenden kann. Ja, bitte im Chat aber kurz schreiben, ob Sie Easy German Folgen schon kennen oder schon benutzt haben. Das wäre schon gut für mich. Dann weiß ich auch, wer da ist. Okay, die nächste Folge bitte. Dankeschön. Kurz, Also Sie Easy German. können, Entschuldigung für die Unterbrechung, Sie können die Folie auch Ja. selbst weiterklicken. Da ist unten bei Ihnen, wenn Sie ganz kurz auf diesen Screen gehen, ein Ah, kleiner ja, Pfeil. wunderbar. Genau, Dankeschön. Das macht sehr alles gerne. leichter. Okay. Ach toll, ich sehe Petra Friedman dabei und einige kennen es schon und haben es schon benutzt. Und einige, die da neu zu sind. Gut. Okay, weiter. Easy German fing als Projekt eines Medienclubs in Schiller Gymnasium an. Das ist ja in Münster. Die Straßenvideos sind schnell durch YouTube populär und professionell geworden. Als ich als ganz neue Deutschlehrerin nach aktuellen Online-Ergänzungen zum Textbuch suchte, lernte ich Easy German kennen. Nach einer Weile fing ich sie ab und an auch mitzumachen. Also ich wurde Übersetzerin bei den englischen Untertiteln. In 2003 bin ich mit 5 Schülern nach Münster gegangen und wir hatten dort einen Austausch-Workshop. Wir haben zusammen mit unseren deutschen Gastgebern dort in Hamburg und in Köln mitgedreht. Und das war wirklich ein einmaliges Erlebnis für mich und die Schüler. Der polnische Videoguru Janusz Hermerski, der rechts ist, und die begabte Moderatorin Karina Schnitt sind die Gründer von Easy German, der Hauptkanal von Easy Languages e.V. In einer WDR-Reportage wurden die beiden und ihre Arbeitsweise vorgestellt. Also bitte jetzt Video Nummer 1 zeigen. Und hoffentlich klappt alles. Carina Schmidt und Janusz Hammerski drehen in Münster gerade ein neues Easy German Video, mit dem Ausländer später Land, Leute und Sprache kennenlernen sollen. Kannst du uns sagen, wo du die besten Freunde, die du hast, kennengelernt hast? In der Schule. Ja? Ja. Meine engsten Freunde habe ich tatsächlich entweder über andere Freunde kennengelernt oder im Internet. Gut, das hat funktioniert. Wenn man die am besten geeignete Folge für ein Unterrichtsthema ausgesucht hat, gibt es viele mögliche Anwendungen. Man kann es einfach vorspielen und danach zusammen darüber diskutieren. Es gibt mehrere Videos zu Grammatikthemen, Vokabeln und Redewendungen. Oft benutze ich die Straßeninterviews, um Verständnis herauszufordern, je nachdem, welche Klasse mit oder ohne Untertitel. Schüler ab dem 3. Jahr können schon kleine Textabschnitte übersetzen. Manche Schüler sind schon begeistert genug, um eigene Kommentare oder Fragen an die Moderatorin zu stellen. Zurzeit gibt es 160 Hauptepisoden, die eine Vielfalt von Moderatoren, Themen, Meinungen, Drehorten, kulturellen Noten und Aussprachen anbieten. Sie sind genauso unterschiedlich wie die Menschen, die bei den Interviews mitmachen. Die Fragen sind einfach, interessant und freundlich gestellt. In dieser Episode fragt ein Deutschlernender nach den schönsten Orten in Deutschland. Also jetzt bitte Video Nummer 2 anschauen. Wir haben das Tor hier.
Ich habe kurze Frage. Ich lerne Deutsch. Welche sind die schönsten Orte in Deutschland? In Deutschland definitiv Bodensee. Ah. Bodensee, ja, im Süden von Deutschland. Oh, genau. Was ist der schönste Ort in Deutschland? Oh, es gibt so viele schöne Orte in Deutschland. Es ist schwierig zu sagen. Berlin ist ein schöner Ort, wenn es nicht regnet. Ja, jetzt, ja. Warum Berlin? Berlin bietet einfach viel. Ein Zusammenschluss von vielen Menschen kann da was erleben und dort was anderes erleben. Mhm. Hat größte Stadt Deutschlands. Dabei merkt man auch, dass ein Deutschländernder anders mit den Leuten dort umgeht und sie auch mit ihm. Also sie sprechen hier ein bisschen langsamer als sonst in Berlin und benutzen auch Gesten, um was sie sagen, verständlich zu machen. Es gibt auch Episoden, um schwer zu übersetzenden Wörter, so wie Fernweh, Fremdschämen, gemütlich, Kuddelmuddel, Macken, sturmfrei, Trottel, verpeilen, Unfug und Weltschmerz. Und weil ausländische Schüler immer danach fragen, gibt es auch zwei Straßeninterviews über Schimpfwörter. Also, sie müssen sie nicht im Klassenzimmer vorspielen, aber die Schüler werden sie schon finden. Tja. Es gibt auch mehrere Folgen über Städte und deren Dialekte, sowie München, die Schweiz, Wien, Emsland und Dresden. Die Untertitel für die Ruhrpott-Episoden wurden von mir und meiner fortgeschrittenen Klasse übersetzt. Also, über die Jahre wurden Bonusfolgen über Grammatik, Verben, Vokabeln und so weiter produziert. Da die meisten Themen von Schülern entwickelt wurden, sind sie für unsere Schüler viel interessanter. Diese Folge hier ist besonders lustig, da die Mädchen sich bemühen, sehr langsam zu sprechen. Eigentlich so langsam und deutlich, dass meine Schüler die englischen und deutschen Untertitel dafür aufschreiben konnten. Also dieses Video hier ist besonders sehr gut für Anfänger. Bitte Video Nummer 3 jetzt anschauen. Der Baum. Der Baum ist grün. Was ist das? Das ist der Baum. Das ist ein Fahrrad. Das Fahrrad. Das Fahrrad ist schwarz. Was ist das? Das ist das Fahrrad. Das ist eine Brücke. Die Brücke. Die Brücke ist braun. Was ist das? Okay. Also neulich bei dem Digital Partizipation Camp in Münster ging es um typische Schulvokabeln. Die Folge passt gut zum Kapitel über Schulzeug in einem Deutsch 1 Textbuch. Der irakische Flüchtling zeigt auf etwas und fragt einfach, was ist das? Die deutschen Schüler antworten mit dem Artikel und dem Wort und folgen mit einem Satz zum Gegenstand. Deutschanfänger können diesen Dialog gut nachfolgen. Am Schluss, wenn Sie es möchten, werde ich auch die Links für dieses Video geben, die ich nicht zeige. Okay. Dann nächste. Ja, ich zeige kein Video hier. Okay, weiter. Es gibt nun eine wöchentliche Folge zu Kernausdrücke und Sätze. Hier geht es um Entschuldigungen und andere ähnliche Phrasen. Bitte Nummer 4 anschauen.
Wie bitte? Wie bitte? Kein Problem. Kein Problem. Können Sie das wiederholen? Können Sie das wiederholen? Können Sie etwas langsamer sprechen, bitte? Können Sie etwas langsamer sprechen, bitte? Können Sie das aufschreiben, bitte? Können Sie das aufschreiben, bitte? Ich weiß. Also meine Schüler diese Woche, die Anfänger, fanden es gut, dass die Frau es ganz langsam spricht, zuerst Wort für Wort und dann ganz im ganz normalen Tempo. Ich habe viele Lehrpläne mit Easy German Videos ausprobiert. Jedes Mal lernen die Schüler neue Vokabeln, die ich an die Tafel schreibe. Manchmal halte ich das Video an und stelle kurze Verständnisfragen. Nach dem Video können Sie auch einfache Sätze zum Thema schreiben. Bonuspunkte könnte es schon geben, wenn ein Schüler seine Meinung oder Frage direkt an die Moderatoren stellt, also am YouTube in Kommentar stellen. Übersetzungen bringen vieles bei, aber sie brauchen viel mehr Vorbereitung und Unterrichtszeit. Also hier gibt es ein Quiz, die ich für meine Deutsch 2 Klasse im Frühjahr aufgearbeitet habe. Es war zum Thema Wetter. So, der Gastlehrer hier, der Thomas, benutzt viele Geografie-Fachwörter. Aber die Schüler können durch Alltagswörter und Zusammenhang die Fragen beantworten. Vor dem Quiz habe ich ein langes schwarzes Stück Papier über den unteren Teil des Fernsehers gestellt, so wie in diesem Bild auf dem PowerPoint, und ich habe es am Rand leicht geklebt, um die englischen Untertitel zu verstecken. Für meine fortgeschrittenen Schüler habe ich dann alle Untertitel versteckt. Wir werden aber dieses Video weglassen, da es über eine Minute dauert und ich denke, dass wir zu viel Zeit geben. Hi. Jede Woche nun setzt Kari sich vor die Kamera und beantwortet einige Fragen von den Zuschauern. Manchmal lädt sie jemanden zum Mitmachen ein. Der Anfang dieser Folge ist richtig lustig und hilfreich. Es geht um die Aussprache des Buchstabens R. Also wir haben alle damit in Amerika uns bemühen müssen, um R beizubringen und R wegzukriegen. Also die Amerikanerin dabei wohnt schon lange in München und bemüht sich richtig sehr, R richtig auszusprechen. Und Kari versucht es auf verschiedene Art und Weise, Danes Aussprache zu verbessern. Also empfehlenswert. Wie ich vorher erwähnte, haben wir mühselig das lange Ruhrpott-Video zusammen übersetzt. Sie sehen hier einen kleinen Ausschnitt der Schreibaufgabe. Wir haben zuerst den kompletten Text unter uns aufgeteilt. Ich teilte 5 Unterrichtsstunden plus 2 Hausaufgaben für diese Aufgabe zu. Es war gar nicht so leicht, gute englische Untertitel zu schreiben. Man musste erst den Videoabschnitt im Zusammenhang sehen und dabei den Text lesen. Manchmal mehrmals. Danach versuchten die Schüler es wörtlich mit Hilfe eines Wörterbuchs zu übersetzen. Manche Ausdrücke waren im Dialekt oder Umgangsdeutsch. Manche waren undeutlich gesprochen. Ab und zu haben die Schüler das Tuch geschmissen und gaben es mir über. Einmal musste ich sogar Crowdsourcing am Internet anwenden, um eine passende Bedeutung für ein von mir völlig unbekanntes Ruhrpott-Wort zu finden. Dann mussten die Sätze umgeschrieben, sodass sie genauso locker wie die Deutsche sich lesen und entsprechen, was wir eben sagen würden. Also so idiomatisch wie möglich. Und dann habe ich den ganzen Text nach Berlin geschickt per E-Mail und sie haben die Video-Untertitel zusammen mit dem Rohschnitt dann zu Ende gefasst. Also bitte diesem Videoabschnitt
gut zuhören. Er ist nur 7 Sekunden lang. Vielleicht werden wir es 2-mal spielen. Also bitte. Ja, wir sind jetzt angekommen am schönsten Biertrinkplatz im Ruhrpott, würde ich sagen. Können wir das nochmal haben? Ja, wir sind jetzt angekommen am schönsten Biertrinkplatz im Ruhrpott, würde ich sagen. Ja, danke schön. Das letzte Abschnitt, du hast schon mal vorgesorgt. Das müssten wir mehrmals mit dem Bild und mit dem Text durcharbeiten, um zu wissen, was der eigentlich gemeint hatte. Also zuerst meinten sie, ja, you've already got provisions. Und zum Schluss haben wir entschieden, you've got everything ready. Und das haben sie benutzt. Also, eine Frage schon zu beantworten. Alle Easy German Folgen sind auf YouTube. Und zwar kostenlos. Man kann sie auch finden unter easylanguages.org am Internet. Und dann gibt es eine riesige lange Liste von Videos, die man anschauen kann. Diese Videos sind mittlerweile eine Vollzeitbeschäftigung für die Hauptmitarbeiter. Und es reicht der Werbeanteil, das Werbegeldanteil von YouTube nicht mehr aus, um drei Folgen pro Woche zu finanzieren. Habe ich das klar gemacht? Also ja, die eigentlichen Gründer sind jetzt Vollzeit dabei und einige Leute sind dazugekommen. Easy German macht jetzt nicht nur Videos, sie macht jetzt Workshops, Sommerklassen. Und jetzt, um ihre Arbeit fortzusetzen, bitten sie Fans als Unterstützer auch mitzumachen. Und die Fans, die unterstützen, die Patrons können diese Videos mit und ohne Untertitel bekommen und andere Rohmaterialien und so weiter auch bekommen, die sie auch im Klassenzimmer verwenden können. Sie können auch Wünsche äußern, also wenn man eine Folge gerne hätte zu trennbaren Färben oder sowas, vielleicht kommt dann das dazu. Also, jetzt gibt es neue Nachrichten. Im Frühjahr, als ich da sagte, ich würde dieses Video machen, war das hier noch nicht dabei. Also im Sommer haben die Hauptleitende von Easy German entschieden, sie wollen zum ersten Mal in die USA reisen. Ihr größter Anteil von Fans außerhalb Deutschland wohnen hier. Sie freuen sich riesig darauf, Video-Workshops in mehreren Städten, Schulen und Universitäten anzubieten und bei offenen Stammtischtreffen viele Fans kennenzulernen. Als ich in Berlin war im Sommer, haben wir zusammen gesprochen und ich sagte, na, ich glaube, wir können auch einen Video-Workshop hier in Fairfax anbieten. Also jetzt ist meine Schule Gastgeber für einen Workshop für die Washington DC Umgebung. Es kommen Schüler- und Lehrerteams aus Roanoke, Charlottesville, Bealton, Fairfax City und Washington DC zusammen für nur 2 Tage. Und wir werden gemeinsam lernen, wie man ein richtig tolles Interview-Video dreht und schneidet. Es soll ganz praktisch und hands-on sein. Deswegen gibt es nur 25 Schüler dabei. Wir wollen unter anderem eine deutschsprachige Führung auf dem Capitol Hill machen. So. Ja, auch wenn man nicht bei einem Video-Workshop teilnehmen kann, darf man ein selbstproduziertes Video an Easy German zuschicken. Ab und zu wird am Schluss einer Folge diese Mitmachmöglichkeit angeboten. Manchmal sogar kann man einen Preis gewinnen. Der letzte Videoabschnitt zeigt ein humorvolles Angebot nach einem typischen Samstag-Flohmarkt-Bummel. Danach hört man die Easy Languages Leitmusik und man sieht die Kontaktadressen und Credits. Also jetzt bitte Video Nummer 7. Ja.
50 Cent. So, und diese Beach Boys DVD von dem legendären Konzert 1980, die kann euch gehören. Und zwar für umsonst. Ihr müsst uns nur ein Video schicken und sagen, warum und wie sehr ihr diese DVD haben möchtet. Okay. Und zum Schluss. Also vielen Dank schon fürs Zuhören und Anschauen und ich hoffe, dass ich einige praktische Tipps gegeben habe, die Sie in Ihrem Unterricht verwenden können. Also